Nächste Frage hat der Reitschuster. Man denkt immer, es könne einen nichts mehr negativ überraschen bei dieser Bundesregierung und wird dann regelmäßig des Besseren belehrt. Heute gab es eine Attacke gegen mich von Herrn Seibert, Merkels Sprecher, und ich finde es unglaublich, wie er da die Zusammenhänge entstellt. Ich hatte am Mittwoch nach der Bundespressekonferenz geschrieben, dass die Bundesregierung nicht ausschließt, dass auch in Lebensmittelgeschäften diese Testpflicht gilt. Ich hatte ihn extra gefragt, ob er das ausschließt, und er hat dann ausweichend geantwortet, hat gesagt, das ist schon klar aus dem Beschluss. Und heute warf er mir nun vor, ich würde falsch informieren, obwohl zum einen in dem Artikel extra drin steht, liebe Leser, machen Sie sich selbst ein Bild, schauen Sie sich den Wortwechsel an, lesen Sie ihn, das Wortprotokoll ist dabei. Und jetzt das Schärfste, leider konnte ich mich nicht wehren, weil man mir dann nicht mal mehr richtig das Wort gab, damit ich ihm widersprechen konnte, weil in diesem Beschluss steht explizit, ich habe mir es hier herausgeschrieben, wer nicht geimpft ist, muss sich absehbar regelmäßig testen lassen, wenn er in Innenräumen mit anderen Menschen zusammentritt, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Also ganz eindeutig, in Innenräumen mit anderen Menschen zusammentreffen, dann Test. In einer anderen Stelle werden dann Räume genannt. Da sind Lebensmittelläden nicht dabei, aber dieser Beschluss ist von daher so fest definiert wie ein Wackelpudding, den man an die Wand schlägt, weil oben ist generell von Innenräumen die Rede, dann unten werden welche definiert, und das ist genau das Gegenteil von eindeutig. Und ich weise auf diese Uneindeutigkeiten hin, ich versuche sie festzunageln, sie winden sich wie ein Wackelpudding, und dann wirft man mir vor, ich würde hier falsch informieren. Das kann man sich wirklich nicht mehr ausdenken, muss ich ganz klar sagen. Also wer hier falsch informiert und wer hier Besorgnis schürt, so auch der Vorwurf, in meinen Augen ganz klar die Bundesregierung, weil sie sich eben nicht äußert. Und derjenige, der dann da nachhackt, der ist dann schuld an allem. Unglaublich. Schauen Sie sich die Szene an, hätte ich jetzt fast vergessen vor lauter Aufregung. Herr Seibert? Ja, ich möchte zu einem anderen Corona-Thema auch noch einmal zurückkommen, das Sie, Herr Reitschuster, am Montag aufgeworfen hatten. Sie hatten nach einer möglichen Testpflicht für Lebensmitteleinkäufe gefragt. Ich hatte Ihnen daraufhin sehr genau vorgelesen, für welche Bereiche des Lebens es Tests im Sinne der 3G-Regel geben soll. Nun sind Sie in Ihrem Blog dennoch dabei, ich glaube, Menschen zu verunsichern, dass es eine solche Testpflicht für Lebensmitteleinkäufe geben könnte. Und da will ich einfach noch mal sagen, der Beschluss von Bund und Ländern ist eindeutig. Die Liste kann jeder nachlesen. Wir haben sie ja auch immer wieder vorgetragen. Und ich erinnere einfach noch mal daran, der Zugang zur Basisversorgung hat im gesamten Verlauf der Pandemie seit Anfang 2020 jedem zu jeder Zeit offen gestanden, auch in den schwierigsten Zeiten der Pandemie waren Lebensmittelgeschäfte nie für irgendjemanden geschlossen. Also entbehren solche Befürchtungen wirklich jeder Grundlage. Das will ich nur zur Beruhigung oder zur Richtigstellung sagen. Ich dachte eigentlich, dass es am Montag schon ziemlich klar geworden sei. Sie haben es nicht ausgeschlossen am Montag, wenn ich Sie gefragt habe. Das Nein, das habe ich nicht. Ich habe Ihnen genau vorgelesen, was ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal tun möchte. Tests sollen Voraussetzung sein für, und dann kommen Punkte A bis F. Und das ist der Beschluss von Bund und Ländern, und das andere habe ich Ihnen jetzt gesagt. Pardon, Herr Reitschuster, können Sie das bitte nachher dann bilateral klären und hier nicht vor versammelter Mannschaft, weil die anderen Kollegen interessiert das jetzt weniger. Ich habe Ihnen ja die Möglichkeit gegeben, sich zu äußern, und das haben Sie mir, nein, ich habe ja, weil Sie laut genug geredet haben, sich das Wort selber genommen haben. So, können wir, ich habe Sie zu Wort kommen lassen, Herr Reitschuster. Bitte. Können Sie jetzt bitte Schluss machen? Danke. Das steht Ihnen frei. Ja, das finde ich traurig, dass man, wenn man so angegriffen wird vom Regierungssprecher, dass man dann nicht mal mehr das Wort erteilt bekommt. Und das Mikrofon war ausgeschaltet, das heißt, es war wahrscheinlich auch sehr schlecht zu hören. Und dann heißt es aber, man hat ja schon das Wort gegeben, und der Regierungssprecher desinformiert hier, und man kann nichts dagegen machen. Und auch von den Kollegen wird das nicht aufgegriffen, wie in einem schlechten Film, in meinen Augen erschreckend. Aber es zeigt, Herr Seibert
liest meine Seite, in der Regierung wird sie gelesen. Das ist zumindest mal etwas Positives. Und was Schöneres kann eigentlich einem Journalisten nicht passieren, als wenn sich der Chefregierungssprecher über seine Arbeit aufregt, sehe ich als Ritterschlag und als Zeichen, dass das hier wirklich was bewirkt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich momentan über viele andere Medien in unserem Lande aufregt. Umso erstaunlicher dann, als es um Polen ging, aber da komme ich nachher drauf, jetzt noch Corona. Seit einem Monat versuche ich herauszubekommen, wie viele Tote nach den Impfungen es gibt. Seit einem Monat ein Katz-und-Maus-Spiel. Gestern habe ich das auf meiner Seite beschrieben, mal werde ich dahin verwiesen, dann wieder dahin, dann hat man sie nicht. Und auch heute wieder die Antwort ausweichend. Sehen Sie sich's an. Herr Reitschuster. Herr Gülde, ich versuche seit über einem Monat von Ihnen bzw. vom RKI die Zahlen zu den Toten zu bekommen, die nach einer Corona-Impfung gestorben sind, im zeitlichen Zusammenhang. Man hat den Eindruck, man wird wie der Buchbinder Wanninger hin und her geschickt. Warum gibt es diese Zahlen nicht? Auch im aktuellsten Bericht sind sie wieder nicht drin von gestern. Kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen. Ich weiß jetzt nicht, ziehen Sie auf Verdachtsmeldungen ab, die an das Paul-Ehrlich-Institut gemeldet werden, oder geht es Ihnen generell halt eben um Todesfälle, wo auch der Impfstatus bekannt ist? Das sind zwei Dinge, die man tatsächlich unterscheiden muss. Und zu den Verdachtsmeldungen, die erhalten Sie ja tatsächlich in den Sicherheitsberichten des Paul-Ehrlich-Instituts. Die finden Sie dort halt eben tatsächlich auch auf der Webseite. Und wenn es halt eben um die anderen Fälle geht, dann muss man vielleicht auch grundsätzlich dazu sagen, nicht immer ist bei Todesfällen tatsächlich auch der Impfstatus der Menschen bekannt. Insofern, ich muss gucken, ob tatsächlich dem Robert-Koch-Institut solche Zahlen vorliegen. Das kann ich jetzt nicht sagen. Wir haben ja da schon in der Vergangenheit auch tatsächlich Zahlen vorgelegt. Aber trotzdem, die sind immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen, weil nicht immer ist der Impfstatus von Verstorbenen tatsächlich auch bekannt. Ja, aber es ist ja zumindest bei einigen bekannt, dass sie das haben. Und die hat man ja auch vorher schon gezählt. Warum hat man da aufgehört jetzt mit dem Zählen? Wie gesagt, das kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen. Müssen Sie gegebenenfalls noch mal beim Robert-Koch-Institut nachfragen. Ja, also mit Glasnost, mit Transparenz, mit Verantwortung vor den Bürgern hat das in meinen Augen sehr wenig zu tun. Traurig. Dann habe ich noch eine zweite Frage gestellt. Sehen Sie sich diese zweite Frage an. Eine Frage an Herrn Seibert und an Herrn Gülde. Die Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag hat ja die Impfquote als eine der wichtigsten Grundlagen für ihre Entscheidung bezeichnet. Nun berichtet der Nachrichtensender NTV, dass die Impfquote in Wirklichkeit höher sei als das, was man vorgelegt habe unter Berufung auf das RKI. Man spricht von einem Datenchaos. Haben Sie auf Grundlage der falschen Daten entschieden? Vielleicht kann ich dazu gerne etwas sagen. Vielen Dank, Herr Reitschuster, für diese Frage, weil das gibt mir auch die Möglichkeit, dieses Thema noch mal so ein bisschen einzuordnen. Das digitale Impfquotenmonitoring, das bildet die Impfquote zuverlässig ab. Wir haben tatsächlich leichte Ungenauigkeiten bei Erstimpfungen. Das sind aber wirklich Ungenauigkeiten, die sich in einem extrem niedrigen, einstelligen Bereich wahrscheinlich halt eben abbilden. Und letztlich muss man aber wirklich sagen, dass Covid-Impfquoten-Monitoring, das ist ein zuverlässiges Monitoring, und wir haben zusätzlich ja auch im Rahmen der Covimo-Studie des Robert-Koch-Instituts auch Umfragen durchgeführt, und die zeigen auch, dass tatsächlich das digitale Impfquoten-Monitoring die Impfquote selbst sehr zuverlässig abbildet. Aber Sie bestreiten nicht, dass es diese Diskrepanzen gibt, von denen NTV berichtet, also dass sie nicht ganz zuverlässig abgebildet werden? Wie gesagt, es kann tatsächlich in Einzelfällen zu einer leichten Untererfassung bei den Erstimpfungen kommen. Was wir halt eben bei den Zweitimpfungen sehen, das bildet das sehr, sehr zuverlässig ab. Und vielleicht einfach kurz mal zum Hintergrund. Also es ist jetzt zum ersten Mal im Zuge der Umfrage, sind die Ergebnisse vom digitalen Impfmonitoring abgewichen. Also diese Covimo-Studie, die wird ja fortlaufend durchgeführt. Der Hintergrund dieser Studie ist eigentlich eher Erfahrungen zur Impfbereitschaft zu sammeln, aber halt eben auch zur Frage, haben sich Menschen bereits impfen lassen,
Und das gibt dann halt eben noch einen zusätzlichen Wert zum digitalen Impfmonitoring. Und im Rahmen dieser jetzt veröffentlichten Ergebnisse ist es erstmal zu einer leichten Abweichung bei den Erstimpfungen in der Altersgruppe von 18 bis 29 gekommen. Ansonsten, wie gesagt, bildet das digitale Impfmonitoring die Impfquote sehr zuverlässig ab. Ja, also Ungenauigkeiten gibt es bei den Impfungen, bei den Daten über Impfungen, aber naja, alles nur klein. Und mein Gott, hier werden die Grundrechte massivst eingeschränkt und na, die Daten sind nicht so genau. Ja, aber es sind ja nur kleine Abweichungen. Ich finde es erschreckend. Man kann nun sagen, es kommt auf die Größenordnung an, ja, aber in so einem Fall ist eine Regierung verpflichtet, dass alles genau ist. Und wenn es nicht so genau ist, das einfach dann so wegzuwischen, naja, finde ich erschreckend. Was ich auch erschreckend fand, heute gefühlt wieder eine halbe Stunde Afghanistan. Es ist zum Teil, also man könnte wirklich eine Schallplatte auflegen, weil es zum Teil einfach ständig das Gleiche ist, über eine halbe Stunde. Und Corona waren es dann gefühlt 10 Minuten, vielleicht etwas mehr. Schneid's hier rein, wie viele Minuten es waren. Und das kann man sich nicht ausdenken. Also wir haben hier massivste Grundrechtseinschränkungen. Wir haben hier eine Gesellschaft, die massiv gespalten ist. Dieses Corona, das, was uns bevorsteht. Spahn sagte heute, bis sich ja Februar durchhalten. Durchhalteparolen. Und dann wird auf der Bundespressekonferenz über eine halbe Stunde Afghanistan behandelt. Und dieses Thema etwas über 10 Minuten. Ich verstehe es nicht. Ich durfte dann auch keine dritte Frage mehr stellen zu Corona. Das waren ganz wenige. Das hat man dann sofort abgehackt. Finde ich auch nicht fair. Ich finde, man muss da zumindest einige Fragen dann zulassen. Und danach kam nämlich noch mal eine von außen zu Corona. Eine kurze Frage, wo es wieder nur um technisches Detail ging. Mich macht das wortlos. Dann hatte ich noch eine Frage zum Thema CSU und auch die wurde wieder nicht beantwortet. CDU, CSU, wenn Sie genau hinhören, da ist bei allem wird ausgewichen. Und meine Frage war ja nicht nach dem Widerspruch, sondern ob die sich beraten haben. Und dass der Laschet nachträglich gute Miene zum bösen Spiel macht, ja, was bleibt ihm übrig? Aber die Frage wurde wieder nicht beantwortet. Schauen Sie rein. Der CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat sich ja noch vor ganz kurzer Zeit dafür ausgesprochen, weiter abzuschieben. Herr Seehofer hat jetzt das Gegenteil entschieden. Es ist die Rede davon, dass Herr Seehofer Herrn Laschet in den Rücken gefallen sei. Haben sich die beiden abgesprochen? Wie wurde das koordiniert? Danke. Wir erleben ja schon seit mehreren Wochen, dass die Situation in Afghanistan sehr dynamisch ist. Und in einer solchen Situation kann man Entscheidungen vom Mittwoch nicht mit Aussagen von einigen Tagen vorher ins Verhältnis setzen. Das war immer unsere Grundaussage, dass es darauf ankommt, die Situation fortlaufend zu beobachten und jeden Tag neu zu bewerten. Das haben wir immer deutlich gemacht, dass die Bundesressorts das tun. Und am vergangenen Mittwoch ist die Entscheidung getroffen worden, dass die Situation, wie sie sich jetzt darstellt, nicht mehr geeignet ist, Abschiebungen in Erwägung zu ziehen. Und daraus ist kein Widerspruch erkennbar zu Aussagen, die einige Tage vorher stattgefunden haben. Es entwickelt sich und da muss man in der Lage leben und ständig neu entscheiden. Herr Alter, jetzt haben Sie aber meine Frage überhaupt nicht beantwortet, weil die Frage war ganz konkret, gab es eine Absprache, hat man sich koordiniert zwischen Herrn Seehofer und Herrn Laschet? Also zunächst einmal sind ja diese Entscheidungen, in welche Länder abgeschoben wird, Entscheidungen der amtierenden Bundesregierung in Zusammenarbeit mit den Bundesländern, die ja für Abschiebungen rechtlich zuständig sind. Es finden vielerlei Gespräche statt im politischen Raum, aber formell ist das eine Entscheidung, die die Regierung trifft. Haben Sie es wieder nicht beantwortet? Ja, ich habe ja gesagt, es finden vielerlei Gespräche statt. Es gibt viele Dinge zu berücksichtigen. Aber wissen Sie, wenn wir jetzt solche Entscheidungen immer gegenprüfen mit politischen Äußerungen von unterschiedlichen Seiten, dann hilft es am Ende nicht weiter, denn die Regierung hat entschieden, auf der Grundlage der Erkenntnisse, die vorgelegen haben, und ich kann noch mal deutlich machen, da kann man nicht das, was wir gestern oder vorgestern beurteilt haben, ins Verhältnis setzen zu den Dingen, die dann entschieden werden, weil man das täglich neu bewerten muss. Und diese Bewertung hat jetzt am Mittwoch zuletzt stattgefunden. Herr Alter wollte noch schnell was ergänzen. Herr Reitschuster, wir haben das gerade noch mal gegengeprüft. Ich will das noch der Vollständigkeit halber noch mal sagen. Also auch Herr Laschet hat sich dazu geäußert, dass diese Aussetzung der Abschiebung nach Afghanistan richtig ist. Insofern ist dieser Widerspruch nicht mal in der Sache vorhanden. Ja, Frage nicht beantwortet.
Dann war Herr Jung noch dran mit Polen. Und wenn man sich das so anschaut, ich wusste es auch nicht vorher, da dachte man, die Polen haben wieder was ganz Schreckliches gemacht und Pressefreiheit in Gefahr. Ich habe es danach angeschaut, was ist in Wirklichkeit los? Sie haben ein Gesetz erlassen, dass Medien nur zu 49%, wenn ich mich nicht vertue jetzt, ich hoffe, ich habe es richtig in Erinnerung, von Ausländern im Besitz sein können. Ein Gesetz, über das man diskutieren kann. Ich verstehe da die Polen, ich kenne auch einige Polen und die sagen, da kommen dann deutsche Verlagshäuser, kaufen sich das alles auf oder besitzen das alles und bringen dann eine Politik wie in Deutschland. Und hier wurde dann so getan, als ob jetzt in Polen deswegen die Pressefreiheit in Gefahr sind. Meine polnischen Freunde sagen mir, es ist sehr viel mehr Meinungsvielfalt in den polnischen Medien als hierzulande. Der konkrete Sender, um den es geht bei diesem Gesetz, ist sehr regierungskritisch. Jetzt nennen Sie mir doch mal bitte einen Fernsehsender in Deutschland, der sehr regierungskritisch ist. Wo regelmäßig die Regierung kritisiert wird, durchgängig. Ja, haben wir nicht. Ob das jetzt RTL ist oder was, auch alle stramm auf Merkel-Linie. Und in Polen, wo man wirklich viel Regierungskritik in den Medien sieht, da macht man dann die Vorwürfe. Und dann schauen Sie sich jetzt diese Szene an und dann am Schluss vor allem auch nochmal, was der Sprecher des Auswärtigen Amtes sagt. Und also da musste ich mich wirklich zusammenreißen, um da keinen Zwischenruf zu machen. Weil ich glaube, genau das, was er da beteuert, das fehlt uns in Deutschland so sehr. Schauen Sie sich's an. Mir geht es um das polnische Mediengesetz, das Mittwochabend beschlossen wurde im polnischen Parlament. Da geht es ja darum, dass Investoren aus dem Nicht-EU-Wirtschaftsraum künftig nicht mehr als 49% eines Medienunternehmens in Polen besitzen können. Wie bewertet die Bundesregierung konkret dieses Gesetz und zweitens die Pressefreiheit in Polen? Ja, die Bundesregierung hat die Abstimmung im polnischen Parlament zur Änderung dieses Pressegesetzes oder des Rundfunkgesetzes zur Kenntnis genommen. Die Europäische Kommission, die ja die Hüterin der europäischen Verträge ist und deswegen auch auf die Einhaltung der europäischen Grundwerte achtet, hat sich gestern dazu schon geäußert. Die Vizepräsidentin der Kommission, Frau Jourová, hat da von einem, ich zitiere, negativen Signal gesprochen. Und wir haben immer sehr deutlich gemacht, dass wir die Europäische Kommission in genau dieser Rolle, nämlich als Hüterin, der Verträge auch unterstützen und auch als Hüterin der Grundwerte, wozu die Pressefreiheit, die Medienpluralität gehören. Da genießt die Kommission unsere volle Unterstützung. Haben Sie jetzt Frau Jourová zitiert, weil Sie das selbst nicht sagen wollen, dass es ein negatives Signal ist? Oder was ist Ihre Bewertung? Oder schließen Sie sich diesem negativen Signal an von Frau Jourová? Es ist die Aufgabe der Europäischen Kommission, die europäischen Verträge und die darin festgeschriebenen Grundwerte zu schützen. Darin unterstützen wir die Kommission. Ich habe Frau Jourová zitiert, weil es die Zuständigkeit der Kommission ist. Kein bilaterales Thema, sondern ein Thema, wenn es denn eines ist, zwischen dem einen Mitgliedstaat und der Gesamtheit der anderen Mitgliedstaaten in der Europäischen Union. Und es ist völlig unzweifelhaft, dass alle EU-Mitgliedstaaten an die Charta der Grundrechte gebunden sind. So ist es festgehalten im Vertrag über die Europäische Union. Und da gibt es einen Artikel 11, der heißt, die Freiheit der Medien und ihre Pluralität werden geachtet. Ja, und hier wird man als kritischer Journalist gesperrt von YouTube. Einfach mal 2 Wochen im Vorwahlkampf, kommt ins Visier der Polizei, kann kaum noch von Demonstrationen berichten, weil YouTube einfach so sperrt, weil die Polizei angreift. Das ist alles kein Thema. Aber Polen, entschuldigen Sie, wenn ich jetzt hier etwas emotional werde, aber das macht mich einfach fassungslos. Ja, das war's für heute aus der Bundespressekonferenz. Wieder danke für die Kollegen von RTL, von denen ich das Material habe, da kann ich das inzwischen abkaufen und dank ihrer Unterstützung geht das auch sinnvoller als die GEZ-Gebühr, glaube ich. Es ist wichtig, dass man das sieht. Das war's für heute. Alles Gute, danke, ciao. Nächste Frage hat der Reitschuster. Ja, und Backstage inzwischen auch heute wieder 2 Leser hier vor der Bundespressekonferenz mit dem Fahrrad gekommen, weil sie mir erzählen wollten, wie sie sich fühlen als Nicht-Geimpfte, wie sie massiv diskriminiert werden. Herzerweichend. Es ist wirklich herzerweichend. Da fällt einem auch
kein Witz mehr ein. Ja, und noch was anderes. Letzte Woche habe ich mich hier beklagt, dass mich die AfD nicht reingelassen hat. Da gab es dann einen bösen Anruf von der Pressestelle der AfD. Und erstaunlicherweise wurden dann auch Details von diesem Gespräch nach außen gegeben, was ich überhaupt für unzulässig halte und auch in meinen Augen noch falsch. Und weil das schon gemacht wird, kann ich das auch sagen. Es hieß dann, ich sei erst in letzter Minute gekommen und da sei kein Platz mehr gewesen und man habe gewusst, dass es keine Absagen mehr gäbe. Dafür war es aber, das war nachzuweisen, dass das nicht so war, weil ich ja mein Video habe und das Video startet schon 20 Minuten vorher und die Szene war ja auch noch viel früher. Also von daher offenbar große Gereiztheit bei der AfD und wenn man so mit Journalisten umgeht, es geht nicht darum, dass sie mich nicht reingelassen haben, völlig okay, wenn die Liste voll war, aber dass man dann nicht zumindest sagt, ja, schauen wir mal, ob noch was frei wird und dann mit Beschwerden und Gesprächen nach außen geben. Also wenn man sich so verhält, ja, dann braucht man sich auch nicht sonderlich wundern. Es war dann da auch nochmal die Rede, man habe keine Angst vor Fragen und einer der beiden, der Parteichef oder Frau Weidel, wären dann auch zum Interview bereit. Und das ist so. Ich freue mich, wenn ich mit Parteiführern ein Interview machen kann. Wir werden auch die anderen Parteien jetzt anschreiben. Und von daher, wenn sich Frau Weidel oder der Parteichef einer kritischen Befragung stellen, dann bin ich dazu gerne bereit. Gibt aber keine Schonung. Das wird genauso hart wie in der Bundespressekonferenz. Das kann ich versprechen. Alles Gute, danke, ciao. Schauen Sie wieder rein.